Wir zocken weiter in Anno 1800 den DLC Botanica im Preview Live Let's Play. Am 10. September ist es soweit, dann erscheint die neue Erweiterung für Anno 1800 zusammen mit dem Update auf die Version Anno 1805. 10. September. Jetzt haben wir den 6. September, Writing Bull, die nächsten drei Tage, Freitag, Samstag, Sonntag, immer ab 8 bis mindestens Mitternacht. Sonntag, sagen wir mal, vielleicht auch ein bisschen kürzer. Oder ein bisschen länger, mal schauen. Dann werde ich euch beides, das Game-Update und den DLC, in einem langen Preview-Let's Plays zeigen. So, jetzt bauen wir den ersten botanischen Garten. Die Elemente haben wir. Die Frage ist, wo stellen wir ihn hin? Ich habe euch eben gefragt, wohin? Ihr habt total viel gepostet. Und einer von euch hat einen Hinweis gegeben. Da kommen wir leider nicht drum rum. Mist, jetzt habe ich mir den Namen. Ich glaube, Peter war das, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr genau. Einer von euch, vielleicht war es Peter, hat geschrieben, WB, die Idee an den Flüssen zu bauen, ist gut und schön, aber die Module müssen sich berühren. Wenn so ein doofer Fluss dazwischen liegt, dann wird das nicht klappen. Und da hat Peter leider recht. Also die Idee war ja, dass wir hier rund um die Flüsse den botanischen Garten bauen. Da könnten wir mehrere botanische Garten bauen. Ich weiß gar nicht, ob man mehrere pro Stadt bauen kann, ich glaube nicht. Also das kann man knicken. Was wir jetzt machen können, also ist Quatsch, wir könnten natürlich hier auf einer Flussseite bleiben. Das wäre nicht die hier und das wäre auch nicht eine dieser kleinen Inseln, weil das wäre zu eng oder zu klein. Wir könnten höchstens versuchen, den auf eine große Insel zu quetschen und vielleicht nicht so total riesengroß zu machen, so einen halben botanischen Garten zu bauen. Wir haben ja auch schon Museen und Zoos und irgendwann sind die Einflusspunkte auch aufgebraucht. Oder ist das, was wir auch machen können? Hier oben. Was haltet ihr denn davon? Wo, das wäre gemein. Schaut mal, hier kommt demnächst kommt eine Industrie hin. Die Leute, die dann durch den botanischen Garten flanieren, flanieren dann auch durch den Schmutz, durch die Schmutz-, Ruß-, Kohle- und Dreckwolken der örtlichen Minen und Fabriken, die wir da bauen werden. Also die Idee knicke ich mal sofort. Viele von euch haben gepostet am Zoo, bitte. Also das wird spieltechnisch, wäre das okay. Hier haben wir einen riesen Zoo. Auf der anderen Seite bauen wir dann den botanischen Garten. Wir können den auch entlang, wisst ihr, was wir machen können? Wir haben hier so eine Allee hingesetzt. Wir können auf der Seite der Allee bauen. Dass hier der Zoo ist und der Weg dahin, der dem ja, wir bauen den botanischen Garten nicht so, wie man sich das gemeinhin vorstellt, als so einen großen Klumpen, sondern wie ein Band. Wie ein Band, das sich entlang dieser Straße schlängelt. Sodass man bei Verlassen der Stadt sofort den botanischen Garten bereits betritt. Wir haben ja viele Wege, Plazas, Ornamente und so. Man kann im Prinzip hier eine Ausfallstraße machen. Oder hier, das ist ja die Ausfallstraße. Sagen wir mal ab hier. Mit Ornamenten und so hier das so allmählich hochziehen. Wenn wir so weit kommen. Sollen wir das versuchen? Ja, das versuchen wir. Aber wo ist der Eingang vom botanischen Garten? Der müsste ganz am Anfang sein. Weil wir können den Leuten ja nicht sagen, ihr lauft den ganzen riesenlangen botanischen Garten lang. Und da oben ist der Eingang. Können wir zwei Eingänge setzen? Jetzt wird's spannend. Dann würden wir einen Eingang am Zoo setzen und einen Eingang an der Stadt. Sollen wir das mal ausprobieren? Wir schauen mal, ob das funktioniert. Boah, ist das schön und groß. Wisst ihr was? Ich mache uns mal das helle Taglicht ein. Wir wechseln später wieder, aber damit ihr gut sehen könnt. Ja? Könnt ihr besser puzzeln mit mir. Also wir versuchen mal. Das heißt, botanischer Garten, ja, das ist, also ich vermute, es geht nur einmal. Dann machen wir ihn doch in der Stadtnähe, oder? Hier hoch, hier lang. Hier ist der Eingang. Oder hier ein großer Park. Hier beginnt das. Und dann geht es hier bis hier oben hin. Das könnte klappen. Hier ist der Eingang, so an der Seite. Man läuft quasi drauf zu. Dann geht er von hier immer die Seite lang. Hier vorne ist ein großes Stück. Bis da oben. Das müssten wir eigentlich vom Platz her schaffen. Machen wir, ne? Also. Mal schauen, wie wir das hinbekommen. Hier ist direkt der Eingang.
Sieht von beiden Seiten gleich aus. Oder ist das die Rückseite? Schaut mal bitte mit mir. Es sieht nicht genau gleich aus. Doch, es sieht gleich aus. Wir haben ihn, den botanischen Garten, da steht er. Wir haben wie viele Pflanzen bislang? Null. Das ist relativ wenig. Und jetzt setzen wir mal ein paar Dinge. Pfadornamente. Wir können die kulturellen Ornamente mithilfe von Modulen, mithilfe von Pfadornamenten verbinden. Sie müssen aus dem Menü des kulturellen Gebäudes gebaut werden, um dessen Module miteinander zu verbinden. Hier ist es erklärt. Okay. Und das ist der Musikpavillon. Wir können ein Musikpavillon pro kulturellem Gebäude errichten. Halten Sie überall nach Partituren Ausschau, um ihn damit auszustatten und die Melodien erklingen zu lassen. Pro kulturelles Gebäude. Ist das ein kulturelles Gebäude? Ist, glaube ich, Botanischer Garten, Zoo, Museum und nicht die Module. So verstehe ich das. So sehen die Beete aus. Okay. Dann lass uns mal ein bisschen bauen. Oh, sieht das hübsch aus. Pflaster. Breite Eingänge. Torbögen. Bevor wir bauen, schicken wir schon mal unsere Schiffe dorthin, wo wir glauben, dass es Pflanzen gibt. Im Entwicklerblock stand Madame Kahina und Sir Archibald Blake. Die würden die vielleicht verscheuern. Mal gucken, ob wir da schöne Pflanzen bekommen. Wir gehen hier rüber, schnappen uns eines unserer Schiffchen. Die Mighty Michael zum Beispiel. Ich kann es hier oben gerade nicht sehen, ob das Holz voll ist oder nicht. Weil ich da genau meine Webcam drauf habe und das kann ich ja auf dem Kontrollbildschirm gerade nicht erkennen. Ich guck mal, ob ich es rüberpacken kann. Nein, dann schmeiße ich das gute Zeug einfach über Bord. So. Dann nehmen wir die Mighty Michael. Und schauen mal, weil das finde ich irgendwie stimmungsvoll und authentisch, mal mit dem Flaggschiff, mit dem wir gestartet haben, unsere ersten Pflanzen kaufen. Hier ist, glaube ich, Madame Kahina. Da ist die. Fahren wir mal zu ihr hin. Ich gehe auch da vor Ort erst gucken. Ich will uns die Überraschung nicht kaputt machen. Ich könnte jetzt schon gucken, ob da was ist. Normalerweise macht das ist auch das einzig Vernünftige. Aber ich will ja nicht vernünftig spielen. Ich will ein Abenteuer erleben. Wir fahren mit der Mighty Michael hier hin und wir schnappen uns noch die Fred Mercurius. Die wäre eigentlich gut geeignet für Notenstücke, die Fred Mercurius. Die Eltern unter euch werden sich daran erinnern, warum er dann, als die Königin, die Queen, ins Spiel kam, den Herrn Fred Mercurius nach ihm ein Schiff benannt haben. Und den schicken wir mal rüber. Zu, die ist, glaube ich, Sir Archie, ne? Das ist Sir Archie. Ich gucke nicht nach den Items. Will mich überraschen lassen. Und dann schnappen wir uns noch die Elektra. Und schicken die Elektra. Wir werden alle abklappern. Hier rauf. Zu dem Mr. Bleakworth. Irgendwo gab es einen Krieg. Das ist mir sowas von Schnuppe im Augenblick. Okay. Wir fahren mit allen rüber. Ich finde das total spannend, dass man nicht guckt und sich überraschen lässt, was einen da erwartet. Ich habe überhaupt gar keine Ahnung. Wir gehen rüber, wechseln nochmal in die Nakap Trelawney und bauen hier noch ein bisschen weiter. Also, wir setzen mit Einfluss. Oh, was denn das? Das war die Weltausstellung. Entschuldigt, ich habe mich gerade erschrocken. Wir können zwei davon setzen. Nein. Aber wie zählen die dann? Zählen die zum selben botanischen Garten? Ich bin zuversichtlich, dass wir es jetzt haben. Oh, pünktlich auf die Minute. Hier müssen wir lektorieren. Jetzt machen wir das, was wir immer machen. Und wir haben schon ein paar Einflusspunkte mehr. Jetzt gehen wir mal rein.
hier rein natürlich. Und ziehen ein paar... Setzen ein paar der Ornamente. Petuniengarten, wie hübsch. Formschnittgärten. Hibiskuskargärten. Breiter Eingang. Pflaster. Mosaikpflaster. Boah, hier kann man total schöne Dinge machen. Wir setzen erstmal ein Beet. Und das setzen wir. Wir setzen die der Reihe nach hier. Das ist eine Station. Die Leute können hier entlang wandern. Von einem Platz zum anderen. Aber die müssen, ja, die können nicht ewig wandern. Das ist das Problem. Die müssen nebeneinander liegen. Vielleicht können wir abkürzen. Das wäre quasi wie im Dreieck hier so eine. Dass wir das hier so rüberziehen. Mal schauen, wie wir das hinkriegen. Hier beginnen wir. Am äußersten Eckchen. Oh la la, eine Explosion! Da werden wir was machen müssen. Schon passiert. So, ein botanischer Garten. Jetzt ziehen wir die Ornamente hier entlang. Breiter Eingang. Torbogen. Mosaikpflaster. Das sind die vier zentralen Kanalbrücke. Cool, 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 cool. So, beginnen wir mit dem breiten Eingang. Hier hinten geht's raus. Schauen wir mal, ob wir mit der Torbrücke, wie das aussieht. Mit dem Torbogen. Ah, das sind so zwei nebeneinander. Wie sieht das aus der Nähe aus? Ja, das ist doch hübsch. Das ist klasse, das machen wir. Also, hier geht's los. Pflaster und Mosaikpflaster. Wie sehen die Mosaikpflaster aus? Hübscher, ne? Oder? Wir wechseln die einfach ab. Wir machen einen Weg, der hier lang führt. Schau mal, was die anderen Objekte sind. Irisgärten, wie groß sind die? Oh! Schaut euch das mal an! Das ist ja nicht zu fassen. Ich dachte, man könnte ja so ganz kleinteilig puzzeln. Auf einem winzigen Gebiet. Da erschlägt einen sowas. Das ist ja unfassbar. Wozu brauchen wir überhaupt die Beete mit diesen Items, wenn wir auch so irgendwie schöne Dinge machen können? Das ist ja ein dezentes kleines Objekt, schreibt Arathorn. Passt das hier hin? Ja. Das ist ja nicht zu fassen. Das ist ja unglaublich. Also, dann machen wir mal... Wie machen wir das denn? Die müssen wir auch aneinander bauen, okay? Sind die anderen auch so groß? Die sind alle so groß! Wow, sind die groß! Die haben wie viele Felder? Vier mal fünf. Unglaublich. 4 mal 5. Da wollen wir mal ein bisschen ausprobieren. Wir probieren einfach alles da rein nach raus. Ornamente, Nummer 1. Irisgarten.
Ja, schön. Sehr, sehr schön. Nein, schaut euch das mal an. Oh, ist das zauberhaft. Man kann damit richtige Wege machen und puzzeln. Das ist ja ist das schön gemacht. Schaut euch das mal an. Wunderbar. Boah, ich bin so begeistert. Das sieht ja so... Wozu braucht man dann überhaupt diese obskuren Items? Die benutzen wir gar nicht. Geht auch so. Gänseblümchengarten. Das ist ja sehr volksverbunden hier. Ah, die sehen wiederum anders aus, okay. Die sehen auch anders aus. Mhm. Ah, das sind verschiedene Sorten. Hier kann man, schaut mal, die teilen sich auf. Alles mal ausprobieren. Die haben auch eine andere Form. Die haben auch eine andere Form. Das ohnehin. Da kann man ja sehr komplizierte Sachen mit ausprobieren. Das ist wieder so wie eben. Oh, da kommt majestätisch ein Vogel geflogen. Jetzt setzen wir noch eins hier hin, was da passt. Das waren verschiedene, ne? So. Das könnte auch, ja. So, da haben wir doch die ersten hier gemacht. Ist noch nicht so super perfekt, aber es ist schon mal ein Anfang auf jeden Fall. So, was wir jetzt noch probieren. Ja, Musikpavillon, fragt Mockerfuchs. Ein Schritt nach dem anderen. Wir wollen das so hier auskosten. Abwarten, abwarten. Wir haben so viel Platz noch zur Verfügung. Abwarten, bitte. So, dass man das Labyrinth an den Anfang wünscht sich Matheusius. Ja, wo sollen die Leute denn hin? Wenn wir gleich die am Anfang in ein Labyrinth reinschicken. Obwohl, wenn die erstmal in der Kasse waren, den Rest guckt man sich dann später an. Im Ernst, jetzt gehen wir mal gucken nach den Schiffen. Und schauen mal. Wir befinden uns in bester Gesellschaft. Gordon, der Meisterkrämer. Jetzt gehen wir mal schauen, wo die Schiffchen hingefahren sind. Ich traue mich gar nicht nachzugucken. Wir haben ja eben so viel an den Handelsrouten rumgeschraubt, ob die Leute überhaupt noch genug Waren haben. Aber im Augenblick sehe ich ja keinen Polizeiaufstand, der Rest ist mir egal. Wo sind die Schiffchen? Die Handelsschiffchen. Eins ist hier oben. Finden wir hier eventuell schöne Pflanzen? Elektra. Elektra, vor Ort bei Sir Ely Blickworth. Kannst du hier was Schönes für uns einkaufen? Bei den Items? Nein. Nur Spezialisten. Oh, wie schön. Epische Items. Kartoffelhäfen. Kartoffelhöfe 40% produktiver. Das ist doch genau das, was wir gerade gebraucht hatten. Wird sofort eingekauft. Die setzen wir da ab, wo wir gerade Schnapsprobleme hatten. Das war aber auf dem anderen Kontinent. Na, die kriegen automatisch Schnaps. Das gefällt mir auch. Die Berauscherin. Was sind denn das für Namen hier? Die Berauscherin. Die Berauscherin erfüllt Bauernhäusern und Arbeiterhäusern automatisch das Bedürfnis nach Schnaps. Die Berauscherin. Der Rest finde ich nicht ganz so wichtig. Das machen wir schon mal. Jetzt ist das Schiffchen natürlich schon fast voll. Den Rest lassen wir. Ja, alles hübsch, aber braucht man nicht zwingend. Wir lassen die beiden hier mal drin. Und diese beiden Geschichten, mehr Schnaps und mehr
Kartoffelhöfe und Schnaps. Wo hatten wir die Schnapsprobleme? Das war. War das hier oder war das auf der in einer anderen Welt? Wisst ihr das noch? Wo hatten wir halt, glaube ich, hier hatten wir neu gebaut, ne? Genau, hier hatten wir neu gebaut. Dann schicken wir die Elektra hierhin zurück. So, nächstes Schiffchen. Vielleicht schaffen wir es ja jetzt, die ersten Pflanzen zu bekommen. Bente freut sich, dass wir so, dass sie mit uns so gut dasteht. Da will ich ja gleich mich mal bei ihr bedanken mit einem kleinen Geschenk. Bente, ich schieb dir das Geld gleich zurück. Ich hab dich genauso lieb wie du mich. Gute Geschenke halten eine Freundschaft. Wir scheißen uns bei ihr ein. Bente, dein Hut ist atemberaubend. Und die Prinzessin Xing, die hat leider keinen Hut. Es ist so hübsch und edel und toll, dass ihr keinen Hut tragt. Nur dumme Leute brauchen Hüte. Hat sie das geglaubt? Wir bieten ihr noch Geld. Bei ihm ist mir das mit dem Geld immer ein bisschen... Da bin ich zu geizig mit dem Geschenk, aber ein bisschen schmeicheln. Oh, das klappt ja gar nicht. En hallo, altes Haus. Ihr habt auch einen tollen Schlapphut. Hat auch nichts geklappt. Ja, also das war jetzt so mäßig glücklich hier. Ja, das hat wenigstens geklappt. Naja, also die Schmeicheleien von mir, die klappen gerade nicht so richtig. So, jetzt machen wir aber hier, jetzt gucken wir mal hier auf bei Madame Kahina. Unsere erste Pflanze für den botanischen Garten bekommen. Von Mighty Michael. Mighty Michael ist uns benannt nach eurem Chatmoderator, nach Michael. Denn der war, als wir begonnen hatten mit dieser Partie, es liegt Monate, wenn nicht gar Wochen zurück, nein, es liegt wirklich eine ganze Weile zurück, war er krank und deshalb hatten wir das Schiff Mighty Michael genannt und der ist gesund geworden. So, wollen wir mal schauen. Ja, nein, doch, ja. Ja, unsere ersten Items für den botanischen Garten. Candelaber-Koralle. Candelaber-Koralle, gibt es sowas wirklich? Habe ich noch nie gehört. Candelaber ist so ein großer, altmodischer Kerzenständer. Oder Kerzenständer? Oder ist das so ein Teil, das von der Decke hängt? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Aber irgendwas, was man anmacht und Licht gibt. Candelaber-Koralle, Attraktivität plus 20. Teil des Sets Saragossa-See. Saragossa, dachte ich. Nee, das ist die Stadt in Spanien. Sargasso-See, okay. Dendrogyra Cylindros, Gestalten, die sich im Dunkel des Wassers aneinander drängen. Das mache auch immer ich und mein Quietscheentchen, wenn wir zusammen in der Badewanne sind und das Licht ausgeht. Und sonst? Ja, schaut mal, was ist denn das? Liliengarten, bei Auswahl Baugenehmigung fügt neue Optionen für Pfadornamente zu ihren kulturellen Gebäuden hinzu. Muss einfach mal ausprobieren. 3 Stück? Vögel sind mir egal. Ja, hier könnten wir tricksen, dass wir die nicht mehr mit den Schiffen hin und her fahren müssen. Paprika brachten wir, glaube ich, immer. Ach, das ist mir sowas von egal. Das handeln wir jetzt erstmal ein. Jetzt checke ich doch mal eine Sache. Ich check mal in Cap Trelawney, ob wir dort, da haben wir so eine Kleinstinsel, die ist hier unten, schaut mal, die vergessen wir immer wieder. Die ist so klein, die muss ich sogar suchen gehen. Irgendwo hier unten ist die. Juhu, Inselchen. Hier, Klein Kleckerheim. So eine süße kleine Insel und die erfüllt nur einen Zweck, dass wir hier Paprika produzieren. Und da fährt ein Schiffchen immer hin und her. Wir können auch einfach sagen, die Insel hier, die ist so monströs groß. Wisst ihr was? Wir kaufen dieses Teil ein, dass man Paprika säen kann. Admiral auf der Brücke. Andererseits, vielleicht bekämen wir ein weiteres Item. Wir machen das mal. Die Mighty Michael bringt das gute Zeugs jetzt rüber, bitte. Gleich nach Cap Trelawney. Und
Und wir wiederum schicken ein anderes unser Schiffchen. Hier entladen wir. Yvonne und die Berauscherin. Was für ein Name. Und schicken die Elektra wieder zu der Madame Kahina hin. Und dann wechseln wir, weil wir zu viele Schiffe nach Kap Trelawney schicken, mal rüber nach Kap Trelawney. Ein Königreich. Ein Königreich für eine Schiffsliste, wo man alle Schiffe zentral auswählen könnte und das regionenübergreifend. So ein stinklangweiliges, sachliches Interface. So eine große Tabelle, die da in der Mitte steht. Die muss auch gar nicht so super hübsch sein, wo ich, ohne dass ich auf der Weltkarte nur von einem Kontinent zum anderen hin und her beamen muss, wo ich einfach die Schiffe anklicken, auswählen, hin und her schicken könnte. Gibt es bei anderen Strategiespielen auch. Okay, wir spielen atmosphärisch, aber dass ich gezwungen bin und das nicht freiwillig machen kann oder will oder muss oder es auch lassen kann, dass ich gezwungen werde bei jeder Schiffsauswahl, bei jedem Schiffswechsel von einer Region zu einer anderen auch wirklich in die Region hinzuspringen, da fühle ich mich so ein bisschen, das will ich selber machen dürfen, entscheiden dürfen. Ich will die Freiheit haben, dass ich aus einer Tabelle wählen darf. Hätte ich gerne, diese Freiheit. Könnt ihr auch gerne mal reinschreiben, ob ihr das so seht wie ich oder anders. Ihr schreibt einfach, WB, du hast recht. Oder ihr könnt auch alternativ reinschreiben, WB, ich bin deiner Meinung. Eine der beiden Sachen bitte, ich lese eure Meinung dann auch vor. Meinungsfreiheit hier wird ganz groß geschrieben. So, in Klein-Kleckerheim. Achso, wir wollten die Schiffe aussuchen. Hier ist die Pack mich voll. Genau. Dann schicken wir die rüber. Wir gucken erstmal, ob hier irgendwas aufgelaufen ist, was wir rüberbringen könnten. Überall haben wir sehr viel Sekt. Nee, das ist so viel weit okay. Lassen wir mal so. Und schicken wir rüber. In die alte Welt. Weil hier so viele Schiffe aus der alten Welt gerade anlanden, weil die Items hier hinbringen. Echt? Wo denn? Was? Prinzessin Tsing erklärt uns den Krieg? Prinzessin Tsing? Prinzessin Tsing erklärt uns den Krieg? Warum macht die das denn? Ich bin entgeistert. Warum macht die das denn? Militärisch? Ja, die müssen wir sofort schützen. Ich bin entgeistert. Das ist auf jeden Fall ein Problem hier. Wie gut, dass wir die Fregatten gerade verkauft haben. Wir wechseln ganz schnell rüber. Hierhin. Und, die Frachtschiffe bleiben erstmal hier und verteilen und suchen jetzt mal Schiffen mal. Ein Hallo ebenfalls. Was ist denn jetzt los? Ein Schiff wurde zerstört. Die haben sich miteinander verschworen. Prinzessin Tsing. Habe ich ja noch nie erlebt. Wir zahlen ihr Geld. Du findest, das war ein Sturm? So, und jetzt sorgen wir erstmal dafür, dass unsere Flotten nebeneinander liegen, unsere Kriegsschiffe. Genau, Linienschiff Nummer 1, Linienschiff Nummer 2. Dann haben wir noch einen Monitor hier. So, die liegen alle nebeneinander. Das ist soweit so gut. Dann schicken wir, dann setzen wir die jetzt auch unter Druck. Wir bauen ein weiteres fettes Kriegsschiff. So viel zum Thema, wir sammeln, wir behalten unsere Einflusspunkte für einen guten Zweck, nicht für einen botanischen Garten. Pustekuchen. Und bauen. Ein Schlachtkreuzer oder ein Monitor. Unseren ersten Schlachtkreuzer bauen wir.
Wir haben Strobend, es geht also schnell. Das soll bitte schön hier entstehen. Und dann schauen wir mal, wo die Prinzessin in unserer Nähe ist. Das sind die Grünen, sind wir nicht. Das ist Bente. Das sind wir. Die fahren in der Nähe. Wir brechen mal. Wir fahren einfach mal zurück zu unserer... nach Bullstadt damit. Packen uns unsere Kriegsschiffe. Mir bitte erstmal niemanden an. Wir ziehen die erstmal zusammen. Der wird auch erstmal. Der hat genug Trefferpunkte. Der geht da hier, geht's bitte hier hin. Die gehen hier hin. Schlachtkreuzer kaufen. Das ist eine gute Idee. Danke für den Tipp von Jacke wie Hose. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Schiff unter Beschuss. Und alles mit dem Sieg. Wir bleiben bitte hier. Dann geht's bitte hierhin zurück. Wir brechen alle Handelsrouten. Nehmen die nachher wieder auf. Oh Gott, wo sind die denn hier? So ist gut. Dann fahren wir mit denen mal. Nee, ein Hallo haben wir doch. Schon wieder Krieg? Ich dachte, wir hätten Waffenstillstand. Hat sie abgelehnt? Zahlen wir? Heute ist kein guter Tag. Alles gut. Ein billiger Trick. Jetzt unsere Schiffchen. Wir müssen echt alle Schiffe erstmal nach Bullstadt zurückbringen. Bullstadt ist gut bewacht. Mit Kanonen. Meine Güte. Also diese Liste. Warum kann ich nicht nach Kriegsschiffen und anderen sortieren zum Beispiel? Jetzt sind sie. Jetzt fahren wir mit denen rüber. Und suchen mal den Feind. Schön wäre ein Knopf, wenn man draufklickt, alle Frachtrouten unterbrechen, zum nächsten sicheren Hafen fahren. Das wäre cool. Nur eine kleine Aufmerksamkeit. Wir wollten Schiffe kaufen. Wo bin ich gerade? Falsche Region. Ich wollte mal gucken, ob wir ein Schiff kaufen. Ein Monitor. 6 Einflusspunkte. 350.000 haben wir.
Wird gekauft. Gucken wir gleich, ob wir noch ein schönes Item dafür bekommen. Angriffsreichweite. Angriffsreichweite erhöht. Und alles mit dem Siegel der Königin. 20% mehr Trefferpunkte, etwas langsamer. Schiff unter Beschuss. Angriffsgeschwindigkeit erhöht. Nee. Segelschiffe, Angriffsreichweite, noch erhöhter, klar. Und das ist super gut. Bewegungsgeschwindigkeit minimal erhöht, aber ganz mehr, viel mehr Trefferpunkte und alles top. Die kann man nicht gleichzeitig benutzen, glaube ich, aber das haben wir jetzt schon mal. Und damit fahren wir jetzt bitte schön hier rauf. Jetzt will ich aber mal gucken, wo unsere... Wo ist denn das nächste? Wo ist die Prinzessin denn überhaupt? Kann man hier filtern? Nee, ne? Also grün ist Bente. Nee, grün ist Malching. Das hier ist die Prinzessin. Hat die dieselbe Farbe erwischt wie Bente? Das ist für... Ich kann da... Nein, das ist ein ganz zarter Unterschied im Ton. Das hier ist ein bisschen bläulicher, das ist ein bisschen grünlicher. Da muss man halt zweimal hingucken. Meine Güte. Okay. Dann, also hier könnten wir angreifen. Das ist allerdings, das ist hier nicht. Wo sind die nächsten? Also das ist natürlich eine riesengroße Insel von ihr. Das ist eine kleine. Die wird sie nicht gut bewacht haben. Da können wir sie unter Druck setzen. Ja, da fahren wir hin. Beginnen wir mal hier. Das ist eine gute Idee. Das heißt, unsere Kriegsschiffe versammeln sich bitte hier. Alle hier. Und Stellung halten. Mal bei allen. Die Schiff unter Beschuss. Na, alle hier hin. Alle vier. Die Waffenruhe wurde beendet. Noch eine Exkorte, meine Güte. Meine Güte. Bitte einfach hier hin. Mir steht der Schweiß auf der Stirn. Was ist mit dem Tag- und Nachtwechsel, Storm Eagle? Ich leg dich gleich übers Knie. Ich habe einen Augenblick andere Probleme als diesen blöden Tag- und Nachtwechsel. Unfassbar. Prinzessin Singh erklärt einen Krieg. Wie oft habt ihr das schon erlebt? Ja, der Bulle zieht nicht in den Krieg, lieber X-Men Classic. Der Bulle wird angegriffen. Unfassbar. So, jetzt müssen wir mittlerweile hier ein weiteres Kriegsschiff haben, oder? Fast fertig. Kommt hier hin, okay. Die drei fahren zusammen. Daraus machen wir auch mal eine richtige Flotte. Das ist Malching. Oh Gott, ich traue mich kaum in die Zeitung zu gucken. Ah, das ist jetzt bitter. Ah, das ist jetzt echt nicht gut. Wir machen mal so. So.
haben wir noch ein weiteres Schiffchen. Das ist hier. Genau. Meine Güte, man kommt gar nicht. Jeder Eskort, jede Handelsroute im Prinzip einzeln unterbrochen hierhin. Die muss man nachher alle wieder aufgreifen. Echt blöd, hier sind wir direkt dran vorbeigefahren. Wir müssten aber bald aus der Schussreichweite raus sein. Kann man die Reichweite hier... Kann ich die beiden tauschen? Ja. Das ist soweit okay. Schiff unter Beschuss. Wir nehmen es. Noch ein Schiff, das ist wieder... Hierhin bitte. Alle Frachtschiffe abgebrochen. So, die Kriegsschiffe müssten langsam vor Ort sein. Und fahren am selben Ort vorbei. Das ist eine Geschützstellung. Vielleicht kriegen wir die kleinen. Reparaturkran. Den sollten wir eigentlich kaputt machen. Nee, das hat... Wir sind zu schwach. Ah, Pound! Das ist ja super stark ausgebaut. Ich bin erschüttert. Wir sind militärisch zu schwach. Wir kriegen die nicht klein. Das Einzige, was wir machen können, ist, dass wir versuchen können, einzelne Schiffe von ihr aufzustöbern. Schaut mal hier. Schaut euch das mal an. Weg. Mit Items. Die Schiffe sind zu wenige. Also, die Torpedos sind gut, aber die will ich nicht. Wurde im Chat auch gerade gesagt, aber die, oh, das ist gut. Aus. Mal gucken, ob die eventuell gleich zurückfährt auf uns. Gucken wir, ob wir das Schiff mittlerweile fertig haben. Frachtschiff steht bereit. Fast fertig. Ich schau mal, ob ich hier noch ein weiteres Schiff kaufen kann. Nein, eine einfache Fregatte, das muss nicht sein. Auch eine einfache Fregatte. Da warte ich lieber ab, bis man hier irgendwann etwas Besseres hat. Setzen Sie den Angriff fort oder die Belagerung endet. So, jetzt sind wir hier. Und schau mal, dem geht es echt nicht gut. Der hält natürlich langsam aus, aber mit einem wahnsinnig langsamen Tempo. Schauen wir uns die Situation hier mal an.
Schaut mal, ich habe was freigeschaltet. Dass die so eine kleine Insel so gut bewacht mit einem Kanonenturm, die Geschützstellung, Reparaturkran, das ist nicht doof. Der Kontor kann sich auch verteidigen. Und bei uns brechen alle Handelsrouten zusammen. Was greift uns denn die ganze Zeit hier an? Ach, das ist eine Insel, die die direkt vor unserer Nase hat. Und die ist nicht so stark bewacht. Die holen wir uns. Das sollte klappen. Damit können wir einen Waffenstillstand erzwingen. So machen wir das. Schiff unter Beschuss. Boah, ist das ätzend. Die alle fahren direkt vor. Also, wir holen unser Kriegsschiff. Alle die hier. Und fahren jetzt rüber. An Madame Kahina vorbei. Kann uns ja wohl niemand angreifen. Willst du etwas kaufen oder suchst du meinen Rat? Kaufen schon mal ein paar botanische Gartengeschichten. Als hätten wir nicht genug Probleme. Das ist echt nicht zu fassen. Die heilen hier ganz langsam aus. Echt, man kommt zum Nichts. Man wird die ganze Zeit nur beschossen und unter Druck gesetzt. Ist echt nicht zu fassen. So, jetzt sind wir bei Madame Kahina. Heilen weiter langsam aus. Und schließen uns mit allen Leuten zusammen und fahren jetzt erstmal rüber. Durch sicheres Territorium. Die Insel eines Konkurrenten hat einem Angriff standgehalten. Und hier entlang, hier können wir langfahren. Unten rum. Weil das ist hier der Malching. Und dann kommen wir nach Bullstadt auf der Rückseite. Die kleine Insel von ihr, die ist da hinten. Die ist direkt auf der Rückseite. Und wenn wir nur eine Insel ihr kaputt schießen, dann sollte sie danach bereit sein, mit uns Frieden abzumachen. So stelle ich mir das vor. Das heißt, hier geht's bitte schön hin. Das sollte eigentlich genügen. Boah, voll mit Schokolade. Die ganze Zeit fahren wir an dieser Kleinstinsel von ihr vorbei. Wir könnten natürlich alle Handelsrouten auch woanders langlaufen lassen. Aber, ja, genau! Toni schreibt, lieber WB, du bist ihr mit deiner sympathischen Spielweise eben ein echter Dorn im Auge. Das wird es sein. Wollen wir ihre Insel aufkaufen? Das können wir auch machen. Wir können sie darüber unter Druck setzen. Wir haben ja genug Geld, ne? Wir haben ja genug Taschengeld. Aber welche Insel? Wir gucken mal. Das ist die kleine, die wir eigentlich angreifen wollen. Wir haben schon wieder angegriffen. Thank you.
41.000. Eine, zwei, drei. Die werden natürlich immer teurer. Könnten wir machen. Mal schauen, wie teuer die anderen sind. Das ist ein Inselchen. Das ist von Malching. Die Hauptinsel können wir knicken. Und das ist die kleine, die so toll bewacht war. Die kostet auch nur ein bisschen mehr. Dann setzen wir sie hier mal unter Druck. Oh, 10 Einflusspunkte. Die haben wir nicht. Wir können natürlich anfangen, Anteile zu kaufen. Aber wir haben gerade mal 21 Anteile im Plus. Das macht überhaupt, also das macht überhaupt gar keinen Sinn. Weil wir können es ja nicht durchziehen. Wir machen das anders. Wir schauen mal. So, hier geht's rüber. Das Frachtschiff, die packen wir mal hier vorne. Die Kriegsschiffe dagegen, mit denen geht's jetzt zur Sache. Ich glaube, wir haben hier einen Reparaturkran, ne? Da ist der Reparaturkran. Da muss vor allem das dicke, unser Hauptschiffchen, das muss da mal hin. Die reparieren schon fleißig. Dass wir die Linienschiffe heilen, das ist auch nicht so schlecht. Das Linienschiff ist heil. Haben wir mittlerweile das nächste Kriegsschiff? Müsste eigentlich, ne? Wo ist das denn? Ja, hier. Die Vorsehung. Ich wäre natürlich nicht schlecht, wenn die Vorsehung das ein oder andere super gute Item hätte. Ich schicke das mal hier in die Nähe hin. Haben wir hier Schiffs-Items? Ich glaube nicht. Doch ein paar. Da wollen wir mal schauen. Ja, Trefferpunkte erhöht, Selbstreparatur erhöht. Schiff unter Beschuss. Das ist auch gut. Ja, gegen feindliche Gebäude brauchen wir nicht zwingend. Angriffsgeschwindigkeit erhöht. Schiff unter Beschuss. Schaden an Dampfschiffen. Ich weiß gar nicht, ob der Feind welche hatte, aber macht sicher Sinn. Das bestätigen wir schon mal. Dann schnappen wir uns unsere Buxtehude. Oh, Angriffsreichweite. Das kommt bitte schon hier drauf. Hat geklappt. Ah, die hat alles schon voll hier. Dann haben wir noch unsere Linienschiffe. Boah, wie sich das hier knubbelt. Ein neuer Auftrag. Das ist voll. Achtung, Admiral anwesend. Kommt nicht dicht genug ran. Irgendwo wurde ein Schiff versenkt von Prinzessin Tsing. Mann, Mann, Mann. Sind Kanonenstellungen keine Gebäude? Gute Frage. Ich glaube schon, aber es war... Ah, doch, hast recht. Könnte man echt machen. So, jetzt aber. Den nehmen wir an Bord. Und den Wachtmeister.
jetzt sollten wir so langsam unseren Angriff starten können. Also. Dann geht's jetzt mal zur Sache. Also, wir schnappen uns die 4. Den Schlachtkreuzer. Das Linienschiff und den Kollegen hier. Zieh mit denen hier rüber. Wollen mal ein bisschen wüten und hoffen, dass das klappt. Fassen die zusammen. Taktik ist Stellung halten. Aktive Verteidigung machen wir mal. Ziehen rüber und holen uns jetzt ihn jetzt hier rüber und attackieren mal. Das ist die Prinzessin. Den Reparaturkran als erstes. Toi, 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 dass das klappt. Wenn man das umgekehrt, wir beginnen hier mal, weil da ist keine Reparatur dran. Hier hin, hier drauf bitte. Der ist so dicht dran, der fährt wieder weg. Ja, das klappt schon mal. Dann setzen wir hier auch das Depot noch kaputt, machen wir jetzt unter Druck. Und das hier ist die Fischerei. Wir fassen die erstmal zusammen. Wieder. Ziehen hier hin. Was haben die für einen Radius? Ziehen hier unten hin. Bauen auch gleich das nächste Schiff. Noch ein Monitor. Bitte hier hin. Schauen hier unten, ob wir eins kaufen können. Wisst ihr, was ich mir vorstellen könnte? Dass, weil wir so abgerüstet haben, wir vielleicht dem Feind gegenüber... Den können wir kaufen. Toll. Hierhin. Und es wird als zu schwach gehalten, dass uns der Feind deshalb angegriffen hat. Könnte ich mir vorstellen. Ernsthaft. Von hier mal rüberziehen. Das ist gut. Wärmetauscher. Mehr Trefferpunkte und weniger Schaden. Verlangsamung durch Schaden. Herrje, mein Magen krampft wieder. Selbstreparatur. Bisweilen. Wenn man das aktiviert. Ja, Bewegungsgeschwindigkeit erhöht, war Frachtverlangsamung ist nicht so spannend. Lassen wir mal weg. Ein letztes Mal wird geworfen. Danach bin ich zu geizig. Angriffsgeschwindigkeit lasse ich weg. So, die beiden nehme ich und damit fahre ich jetzt erstmal
hier hin, nach Bullstadt. Und dann gucken wir weiter. Und jetzt fahren wir wieder hier zu dieser kleinen Insel hin. Und setzen die Herrschaften hier ein bisschen unter Druck. Greifen da vorne an. Ich stoppe mal ganz kurz die Aufzeichnung dieses Blogs auf YouTube. Wir streamen aber sofort weiter. Jetzt habe ich Blut geleckt. Unfassbar. Prinzessin Singh setzen so unter Druck. Was fällt der Frau ein? Du müsstest zurückschlagen oder untergehen oder beides.